Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Zu einer neuen Folge Nerdizismus bzw. Track Nerds. Nee, ich sag's sonst immer Nerdizismus, weil ich so selten die Track Nerds moderiere. Hallo bei den Track Nerds, dem Star Trek Podcast von Nerdizismus. Ja, warum moderiere ich diesen jetzt und nicht Chris, wie sonst auch? Weil Chris hat sich mal hier für die Lower Decks abgeschaltet. Der hatte nämlich keinen Bock mehr, über Lower Decks zu reden, was ich sehr, sehr schade finde. Aber nun gut, es ist eine animierte Serie und es ist nicht vielleicht sein Ding. Trotzdem habe ich mir würdigen Ersatz dazu geholt für mit jemanden, der sich mit Cartoon-Serien auch auskennt und ein bisschen mehr in dem Fach unterwegs ist als unser guter alter He-Man-Chris so ungefähr. mit dabei, ein Gast, den wir schon öfters dabei hatten und der jetzt bei den Track-Nerds auch für die Lower Decks immer dabei sein wird, hoffentlich. Der Jan von Mündliche Prüfung, hallo. Hallo, hallo. Es ist eine Ehre, wieder dabei zu sein. Ich glaube, Chris kann ich nicht so wirklich ersetzen, vor allem nicht, was das ganze Fachwissen angeht. Aber ich liebe Star Trek und bin auch kein großer Picard-Freund. Von daher, glaube ich, passt das ganz gut. ja, und ich mag Lower Decks. Das ist natürlich dann die Differenz zu Chris, aber ich bin ein großer Fan der Serie tatsächlich. Ganz mit dem Trackwissen von Chris kann ich auch nicht mithalten, aber nun gut, wir haben ja diverse Internetquellen, die uns da auch unterstützen können. Und du hast ja zuletzt auch die ganzen Star Trek-Serien einmal durchgesehen, richtig? Absolut, ja. Ich habe, als das Ganze mit Corona losging, mich einmal tatsächlich mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Ich habe, weil ich früher, kann man irgendwie so einsteigen, meine Mutter ist großer Star Trek-Nerd. Also die hat früher immer so Mitte der 90er Voyager und Enterprise und sowas geschaut. Das lief ja damals, glaube ich, auf Sat.1 und da war das so, das weiß ich nicht, immer am Wochenende habe ich dann mit auf der Couch gesessen und das geschaut und da eine große Leidenschaft für Voyager entwickelt und das jetzt im Zuge der ganzen Corona-Lockdown-Homeoffice-Zeit zu Hause einmal von Staffel 1 bis Staffel, ich weiß gar nicht, 7, glaube ich, ne? 7. Auf Netflix durchgebinged und dann mit Next Generation angefangen, die auch komplett durchgeschaut, obwohl ich mich echt durch die ersten zwei Staffeln kämpfen musste. Das war, also ich habe angefangen und dachte mir, ach du Scheiße, so schlimm hatte ich das gar nicht. Also ich dachte, das wäre besser gewesen. Und man muss sich halt echt, da muss man ein bisschen Durchhaltewillen beweisen, dann wird's echt richtig gut. Dann habe ich jetzt mit Deep Space Nine angefangen, aber da bin ich immer noch Mitte der ersten Staffel, weil dann auch so Serien wie Dear White People zum Beispiel dazwischen gekommen sind auf Netflix, die ich dann noch dazwischen geschoben habe und dann ging es auch mit einem neuen Job los und dann war das so, dann abends eher mal auf der Couch versackt und nicht noch die Energie gehabt, mich nochmal hinzusetzen und mich nochmal mit Star Trek zu befassen, vor allem, weil ich echt kein großer Deep Space Nine Fan bin, weil ich die Serie auch nie so wirklich verfolgt habe und gerade die erste Staffel, ja, ich weiß, ihr seid da. Du bist da ja sehr, sehr tief drin. Das ist ähnlich wie bei Next Generation. Das ist dieses alte, die ersten Staffeln sind nicht so gut Problem bei Star Trek. Bei Deep Space Nine ist es noch mehr so. Ab dem, sagen wir, Mitte zweite Staffel, Ende zweite Staffel, ab dem Moment, wo es mit den Kriegen losgeht, das wissen alle anderen, du jetzt noch nicht, wird Star Trek Deep Space Nine zu der besten, meiner Meinung nach, besten Star Trek-Serie. Also ich habe alle Star Trek-Serien durchgesehen und mein absoluter Liebling ist und bleibt Deep Space Nine. Vor allen Dingen, weil in den 90er Jahren habe ich auch zwischendurch TNG geguckt und Voyager und sowas. Das war auch erst mein Einstieg. Aber irgendwann habe ich mal
DS9 dann gebinged, ich glaube Anfang der 2000er, und bin dann richtig eingestiegen. Ach, und kannte dann neben den Filmen und so dann wirklich die Serien. Und Deep Space Nine habe ich mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen, mindestens 3 Mal. Mhm. Und Deep Space Nine wird später so gut. Es wird so... Ich kann mir das so echt nicht so wirklich vorstellen, weil ich halt dieses Planet of the Week Ding halt irgendwie so gewohnt bin und da halt alles stationär stattfindet. Ich finde das, ich war zumindest jetzt am Anfang, wie gesagt, ich glaube, wenn ich mich da noch mal ein bisschen durchkämpfe, ich habe auch überlegt, ob ich dann einfach Ende der zweiten Staffel noch mal einsteige, damit ich mich da nicht durchkämpfen muss, aber es ist ja auch wie bei Enterprise und sowas, dass halt auch die Entwicklung der Figuren erst dann wirklich sichtbar wird, wenn man sich gerade durch den Anfang kämpft. Ja, wenn du irgendwann mal Odo und Quark und so lieb gewonnen hast, dann willst du gar nicht mehr daraus. Ich bin ja großer Chakotay-Fan. Und auch Jane, also wie gesagt, meine Lieblingsserie ist Voyager. Auch wenn die Geschichten manchmal ja schon ein bisschen platt sind und aber die Charaktere. Meine Lieblingsserie wird Deep Space Nine sein. Wird Deep Space Nine. Aber die Charaktere, gerade die Charaktere bei Voyager, ich finde die einfach, ich liebe die total. Also das ist so Enterprise, also TNG ist kommt quasi direkt danach, beziehungsweise ist gleich auf, aber vor allem wegen der Geschichten. Weil die Stories, gerade wenn es um Data geht und sowas, großartig. Also das da kommt Voyager auf keinen Fall ran, aber was die Charaktere angeht und so die, weiß ich nicht, da habe ich mich einfach rein verliebt in die Voyager Crew. Okay, ja, das, also sagen wir mal so, bei den Planet of the Week Episoden bleibt TNG ungeschlagen. Absolut. Ja. Allerdings bei der Charakterentwicklung und bei dem, was noch kommt, bleibt Deep Space Nine für mich ungeschlagen. In was für Tiefen die dann später noch reingehen und was für ja Themen die mit drin haben, die in keiner anderen Star Trek Serie so politisch und so düster mit übernommen worden sind. Vielleicht abgesehen von den Neuen, die alle immer düster sein wollen, aber lassen wir das mal so sein. Ja gut, die Neuen sind irgendwie so, das fällt ja komplett raus und darum bin ich ein großer Lower Decks Fan, weil das halt, finde ich, so perfekt an diese Planet of the Week Sache der TNG und Voyager Ära ranreicht. Also es macht super Spaß, aber vielleicht nehme ich auch schon ein bisschen vorweg. So genau, es ist schön, dass du uns eine kleine Einführung in dein Star-Wissen reingegeben hast. Das finde ich wunderbar und davon werden wir jetzt jede Menge Gebrauch nehmen, weil du hast vieles frisch in Erinnerung. Voyager ist schon ein paar Jahre her, dass ich das zuletzt einmal durchgebinged habe, aber Voyager habe ich auch 2 Mal bisher geschaut. Ganz egal. Ich glaube, ich muss mit dem ganzen Rest eigentlich gar nicht mehr so weitermachen, weil alle, die uns hören oder die gehuckt sind, sind vielleicht sowieso schon unsere regelmäßigen Hörer. Aber für alle, die uns zum ersten Mal hören, ihr findet uns immer auf nerdizismus.de. Da findet ihr alle Links zu allen unseren Social-Media-Kanälen, zu allen den Plattformen, wo wir drauf vertreten sind. Wenn ihr uns vielleicht sowieso so gerade über iTunes oder Spotify oder Google Podcast hört, auf nerdizismus.de findet ihr den Rest unserer Artikel, die ihr kommentieren könnt, unsere Social-Media-Aktivitäten, die ihr kommentieren könnt. Und wir freuen uns immer wieder über Feedback von euch, dass ihr an info@nerdizismus.de weiterleiten könnt. Oder wir haben seit einiger Zeit auch eine WhatsApp-Adresse, eine WhatsApp-Nummer, zu der ihr schreiben könnt. Das ist die 01525-964-7709. Wer sich jetzt nicht direkt aufgeschrieben hat, kann das auch auf alles auf nerdizismus.de sich ansehen und durchlesen. Und da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, uns Feedback schreiben, Feedback einsprechen. Es hat sich noch keiner so wirklich getraut, bei uns irgendwas aufzunehmen, eine Sprachnachricht. Aber die werden wir durchaus auch gerne mal hier in den Podcast mit reinnehmen, wer denn einen längeren Monolog, der sich lohnt, einsprechen will. Aber ja, gut, das so zum Pflichtprogramm. Wir besprechen aktuell in den Trek Nerds Lower Decks, die animierte Serie, die leider noch nicht in deutschen Gefilden so richtig erhältlich ist, sondern nur über Semi-Umwege. Angeblich soll die internationale Version nicht mehr fern sein. Und ich finde es sehr schade, dass es immer noch keine internationale Version gibt. Aber nun gut, wir finden Mittel und Wege, um trotzdem uns diese Serie anzuschauen und mit euch darüber zu sprechen oder euch darüber zu berichten. Und viele, die diesen Podcast hören, die werden sowieso ihre Mittel haben, um das gesehen zu haben.
Ja, heute geht's um die Episoden 3 und 4 von Lower Decks. Und zwar sind das die Episoden, die auch die Reviewer alle zu sehen bekommen haben, weil als die ersten Reviews für Lower Decks rauskamen, konnten die meisten über die Episoden 1 bis 4 reden und dadurch ihren ersten Eindruck von der Serie bekommen. Alles, was jetzt noch weitergeht, wir sind jetzt ein bisschen spät dran, weil ich noch Urlaub hatte oder noch im Urlaub bin. Ab der 5. Episode sind auch die Reviewer alle gespannt. Heute ist die Folge Nummer 3, Temporal Addict, dran und die Episode 4, Moist Vessel. Was so schön ist, moist. Moist, sage moist. Ja, die Episode Temporal Addict, vielleicht steigen wir mal damit ein. Ich habe mir ein paar Hintergrundinfos geholt, weil wir jetzt keinen Chris gerade mehr da haben, muss ich ja jetzt die ganzen Informationen anliefern. Das ist so Chris, die Zusammenfassung von Chris, der finde ich schon immer echt sehr legendär. Also das ist für mein Gefühl, wenn ich eure bisherigen Track-Nerd-Episoden gehört habe, ist die Zusammenfassung von Chris meist sehr hilfreich, weil es öfter schon länger zurückliegt. Bei den frischen Episoden, wenn man sie gerade erst geschaut hat, ist so, okay, bis wohin kann ich skippen? Aber das ist so trotzdem, ich glaube, die Art und Weise, wie Chris Episoden zusammenfasst, ist einzigartig. Ja, da werde ich auch sicherlich nicht rankommen, deshalb werde ich es ein bisschen anders machen. Ich werde darüber reden, wer hat diese Episoden gemacht und was kommt grob in diesen Episoden vor. Und das Interessante ist wirklich, sich mal anzuschauen, wer die Episoden gemacht hat, im Gegensatz zu einer Realserie. Ist bei einer Zeichentrickserie das doch ein bisschen anders. Man hat meist nicht nur einen Regisseur, man hat mehrere Regisseure, die auch aus ganz anderen Backgrounds kommen, weil man eine Zeichentrickserie auch ganz anders produzieren muss. Und das sind hier für Temporal Addict die dritte Episode, Bob Suarez und, wie heißt, da hatte ich Juno John Lee, er sind zwei Männer. Und der Bob Suarez, der hat, wie fast alle Regisseure von Lower Decks, auch einen Zeichentrick-Hintergrund. Der hat 8 Episoden von Big Mouse Regie geführt und war früher ganz viel Storyboard-Artist bei sowas wie der 2003er Turtles-Serie. Daria hat er mitgemacht und der Avengers Earth's Mightiest Heroes. Ich habe die 2003er Turtles-Serie gesehen. Daria zwischendurch mal damals, als es auf MTV gelaufen ist. Hast du Daria mal gesehen? Nein. Nein. Ich bin ja eher so der klassische, bei so Zeichentrickgeschichten eher so, weiß ich nicht, Richtung SpongeBob oder die klassischen Disney Cartoon-Serien wie DuckTales und Captain Baloo und sowas. Und die Biker Mice from Mars. Das ist schon echt aber anderes Thema. Also hast du mit sowas, was Chris geguckt hast, Drawn Together und sowas gar nicht geguckt? Doch, Drawn Together auch. Doch. Aber da fand ich, das, was eigentlich alle an der Serie gefeiert haben, dieses Zusammenschmeißen der verschiedenen Stile, hat für mich ein, zwei Episoden ganz gut funktioniert und danach fand ich den auch, also diese Mischung aus dem Humor und so, das, ja, also es hat was Kultiges, aber so wirklich reingekommen bin ich da nie. Also ich hab, glaube ich, relativ viele Episoden damals auf MTV, glaube ich, lief das, geschaut, aber es war, irgendwie hat mich die Serie nicht so richtig gecatcht. Ja, das war sehr viel Erwachsenenhumor dabei und letztendlich hat das ja auf diese ganzen Real-Serien abgespielt, auf die Big Brother und Co., was damals alles gelaufen ist. Drawn Together war auch nicht so mein Ding. Übrigens, wenn du auf irgendeine Zeichentrickserie versuchen willst, mal mit verschiedenen Stilen, es gibt eine, die habe ich 2014 in unserem Thailand-Urlaub entdeckt und zwar die fantastische Welt von Gumball. Hast du mal davon was gehört? Oh ja, das sagt mir irgendwas. Ah Gott. Diese Serie muss ich mal schauen. Die ist sehr fantastisch, wie auch der Titel davon ist, weil die mischt ganz, ganz viele verschiedene Stile, Zeichentrickstile und auch Realstile mit rein. Da läuft zum Beispiel ein animierter Dinosaurier rum und ein Charakter ist einfach nur ein fliegender Ballon, ein echter Ballon. Ah ja, doch, die Charaktere kommen mir bekannt vor. Ich gucke hier gerade, Charaktere kommen mir bekannt vor, aber das ist auch so eine typische Cartoon Network Geschichte. Das ist eine Cartoon
Genau, es ist eine Cartoon Network-Serie. Leider bei uns nie so wirklich. Cartoon Network ist meist so im Pay-TV unterwegs. Mhm. Da hat man nicht wie früher groß Zugriff drauf. Egal, wir haben Bob Suarez und Juno John Lee. Und Juno John Lee hat wohl viele Venture Brothers-Episoden Regie geführt. Und eine Serie, die ich nicht so kannte, Motor City, ist aber auch als Storyboard-Artist bei sowas wie Young Justice oder Legend of Korra unterwegs gewesen. Und das fand ich ganz spannend, mir das anzuschauen. Scheinbar, um eine Zeichentrickserie, um da Regie zu führen, muss man erst ein Storyboard-Artist sein. Also gute Wegweiser für eine Karriere. Also. Macht ja auch eigentlich Sinn. Macht definitiv Sinn. Gut, worum geht's bei Temporal Addict? Was ist eigentlich die Übersetzung von Addict? Ich weiß es gerade. Abhängiger? Addict? Addiction? Nee, Addict ist nicht abhängig. Edikt. Ein Edikt. Was ist denn ein Edikt? Du hast doch irgendwas mit Sprache studiert, oder? Germanistik, ja. Germanistik. Was ist denn ein Edikt? Sag mir doch mal, was ein Edikt ist. Keine Ahnung, ey. Ganz egal, worum geht's hier? Die Cerritos, merkt man immer wieder, das ist das ungeliebteste Schiff der Sternenflotte. Statt zu einer wichtigen Friedenskonferenz auf Cardassia Prime zu fliegen, die jetzt in Vulkan stattfindet, wurden sie degradiert, zu einem Planeten namens Galrak 5 zu reisen, weil erstens sie nicht so wichtig sind und kein Schwein nach Cardassia Prime will. Das ist wunderbar, war. Dort sollen sie so ein Schmuckstück als Geschenk an die örtlich kristalline Bevölkerung weitergeben. Und währenddessen erfährt Tandy, die Neue auf dem Schiff der Cerritos, warum eigentlich Sternenflottenoffiziere immer mit viel weniger Zeit dringende Aufgaben erledigen können, als es der Normalbürger machen würde. Also das typische, ich mach's in 5 Stunden, ich gebe ihnen 2, ich mach's in 1. Jetzt wissen wir warum, es gibt diesen magischen Begriff Buffer Time, und das ist so, dass einfach eine imaginäre Zahl ausgewählt wird, die viel höher ist als die einzige Aufgabe zu tun ist, damit viele in den Lower Decks einfach genug Zeit haben, ihrem Alltag hinterherzuschleichen. Und da passt nämlich Temporal Addict, weil es heißt, ein zeitlicher Erlass ist die ungefähre Übersetzung. Das heißt, eine zeitliche Verordnung ist so der glaube ich, kann man die Episode auf Deutsch ungefähr nennen. Verstehe. Ja, leider verplappert sich Bäumler vor Captain Freeman, die sowieso schon angepisst ist, dass sie nicht zu dieser Friedenskonferenz, zu der historischen Friedenskonferenz konnte. Und jetzt weiß sie auch, was Buffer Time ist und suspendiert jegliches davon. Und plötzlich ist die Cerritos unter einem strengen Regiment fester Zeiten, wo man merkt, dass alle doch wirklich damit überfordert sind. Und zwar so überfordert, dass das falsche Geschenk an die Kristallwesen von Galrak 5 geliefert wird, diese dann die Cerritos mit Speeren und semi-primitivem Space Spray und Space Graffiti angreifen, wo dann alle auf der Cerritos so überfordert sind, dass sich keiner wehren kann. Zwischendurch gibt's noch eine kleine, anbahnende Romantik zwischen Commander Ransom, dem zweiten Offizier, und Mariner, die nämlich, als sie diesen Kristall überbringen sollten, festgenommen werden und in bester Thor-Ragnarok-Manier in einer Arena gegen einen grünen Hulk antreten müssen und sich dabei, etwas anflirten. Am Ende wird alles gut, weil Bäumler dem Captain erklärt, jetzt mal chillaxen, es sind nicht alle Lieutenants Bäumlers und können nicht alle den Plan durchziehen, den ich so hab. Und deshalb chillaxt auch der Captain, deshalb wird Buffer Time abgeschafft und die Sternenflotte kann das machen, was sie am besten machen kann. Die kristallinen Wesen werden mit ihren Speeren rausgeschmissen und jeder in der Zukunft weiß demnächst, dass es der Bäumler-Effekt auf Lieutenant Bäumler zurückgeht, den faulesten Sternenflottenoffizier, den es jemals gab, der aber nicht so bedeutend ist wie der wichtigste Person in der Geschichte, und zwar Chief O'Brien. Das, Kann ich tatsächlich, ich fand das sehr, also die Folge fand ich sehr, sehr schön, weil das so eine, also das war für mich halt auch so diese klassische Planet of the Week-Geschichte mit zwei parallelen Handlungssträngen, die am Ende aber doch irgendwie wieder zusammenhängen. Die A- und B-Story, die wir typischerweise in solchen Episoden haben. Genau, das fand ich so großartig.
Und ja, auch diese Romanze, ich fand diese Übergabe, als sie aus Versehen das Stück Holz mit haben, anstatt des Kristalls, und dann angegriffen werden und der, Gott, ich habe die ganzen Namen leider nicht parat. Wir haben Commander Ransom? Nee, der Offizier, der von dem Speer getroffen wird. Ach so, Aber auf jeden Fall, also der Blaue. ganz ehrlich, das, ne, man kann mir, also ich, für viele Menschen bin ich ein unfassbarer Nerd. Ich glaube, jetzt gerade verliere ich meinen Nerd-Status so ein bisschen, weil ich tatsächlich die ganzen Rassen nicht drauf habe bei Star Trek. Aber er wird ja von einem Speer getroffen und sagt, oh Gott, ich werde sterben. Und Mariner sagt so, wir leben auf einem Raumschiff, niemand wird sterben an einer Fleischwunde. Das ist halt einfach so toll, weil das so dieses ganze Star Trek-Universum, so dieses ganze heile Welt, also am Ende wird alles gut und natürlich sterben auch immer wieder Crewmitglieder, aber so die Kerncrews sind ja meistens unverwundbar und unsterblich. Wir haben die typischen Red Shirts, das ist übrigens ein Bullianer, der Blau, soweit ich Erinnerung habe. Das mag ich ja sowieso an dieser Serie, dass sie mit den Klischees von Star Trek spielt und die offenbart, also allein die Geschichte, niemand stirbt an einer Speerwunde. Natürlich stirbt niemand an einer Speerwunde, aber es ist schön, dass es nochmal laut ausgesprochen wird. Das ist so großartig. Also und auch so dieses, ich weiß nicht, dieses gesamte Setting. Wenn wir gleich zur zweiten Episode kommen, die gefällt mir sogar fast noch ein bisschen besser, weil das so diese ganzen Klischees, also nicht Klischees, aber so diese wiederkehrenden Motive, die es in jeder Star Trek Serie gibt, aufnimmt, und das ist einfach großartig. Und das musst du halt, und da hattet ihr ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, da sitzen Leute, die sich tatsächlich mit Star Trek beschäftigt haben und nicht nur Fanservice betreiben, sondern irgendwie tatsächlich diesen Geist der Serie irgendwie mitnehmen. Und das gefällt mir gut. Und deswegen gefällt mir die Serie auch so gut. Und das ist so ein schöner Kontrast zu Picard und Discovery. Naja, das stimmt. Wenn wir nochmal von Anfang, vielleicht sprechen wir einmal kurz über das Cold Open. Ja. Weil das Cold Open fängt mit, das war das Cold Open mit der klassischen Musik, ne? Das wo die am Anfang, wo Bäumler vor, in was die, das Pendant zu Ten Forward ist, steht und eine Serenade vorführt oder was das ist, was ich aus den klassischen Star Trek Serien kenne, da steht immer irgendwer mit klassischer Musik, weil alle Leute gebildet sind in der Zukunft und sich nicht für irgendwas wie Rockmusik interessieren. Ja. Und wann wen wird die unterbrochen von Mariner, die natürlich mehr Rockmusik vorspielen will. Aber das finde ich halt dann total, also das ist halt das, ne, was ich auch sagte für die zweite Episode gleich. Das ist halt so ein Motiv, was einfach in jeder Star Trek Serie auftaucht. Ich meine, Data ist ja total dabei, irgendwie die menschlichen Verhaltensweisen zu adaptieren und Musikinstrumente zu lernen. Der Kim bei Voyager spielt Oboe, so dass da passt halt der Bäumler perfekt rein. Und dieser Bruch dann mit der Punkmusik, die dann kommt und dann das alles, also man, da denkt man ja auch eigentlich nicht drüber nach, wie sich das musikalische auf den Rest des Schiffes auswirkt, und dann merkst du, okay, krass, da ist ja gerade und wird das komplette Schiff unterhalten, auf der Brücke weiß man nicht, was los ist. Das ist einfach so toll, also es, weiß ich nicht, das umfasst halt einfach so diesen kompletten Kosmos und beantwortet Fragen, die man sich eigentlich nie gestellt hat. Wie wird Schall auf einem Schiff übertragen? Durch die Wände? Und ist ja im Endeffekt alles eine Metallkonstruktion. Ne? Also irgendwie muss das ja ankommen. Ja gut, aber sie hören es ja selbst auf dem anderen Schiff so ungefähr. Also da kann man sich dann schon mal wieder ein bisschen, da würden sich wahrscheinlich die klassischen Trekkies so ein bisschen aufregen. Ja, der darüber. Schall, durch den, Schall durch den Weltall, das geht nicht. Der Schall durch die Welt und zum Klingonenschiff, wo der Captain auf dem Klingonenschiff zuerst direkt zu seinem Niederen sagt, Lieutenant Bababa, today you will die. Das finde ich aber auch, dann, und dann auf der Brücke schaut man sich so verschämt an, sagt aber dann nix. Und ist so,
Einfach großartig. Naja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich, deshalb, ich mag diesen Witz auch. Ich meine, Chris, es kommt mit dem Witz nicht klar und er hat mir auch immer wieder über WhatsApp geschrieben, ich habe wieder nicht gelacht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch nicht gelacht. Also so wirklich da gesessen und mich schlapp gelacht oder irgendwie. Aber es ist so, das erwarte ich auch tatsächlich gar nicht von der Serie, weil für mich das, also es gibt wenig Cartoon-Serien, wo ich wirklich sitze und lache. Meistens schmunzel ich, also ich bin so ein Cartoon-Schmunzler. Ich weiß, also wenn ich die, ich lache halt echt sehr selten wirklich wirklich laut dabei, aber ich mag das halt so. Ich fühle mich sehr sehr gut unterhalten. Es befriedigt so mein Fantum so. Der kleine Nerd in mir ist auf jeden Fall auch befriedigt bei der Serie und ich werde perfekt unterhalten. Und dabei sind die Storys halt auch einfach passend. Und das darum gefällt mir die Serie so gut. Ja, sie nimmt sich auch einfach nicht so ernst. Wenn man jetzt in einer anderen Star Trek-Serie hören würde, wie ein Mitglied aus der Mannschaft die Star Trek-Musik summt, da würde man sich denken, ja, muss das jetzt sein? Aber zu einer Cartoon-Serie passt das. Das wie Bäumler im Aufzug, der die TNG-Musik summt. Also das ist so ein kleines Detail, wunderbar, was da drin ist. Oder allein diese ganze Thematik mit Buffer-Time, das Creative Estimating. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wer kennt es aus seinem Arbeitsalltag nicht oder gegenüber Kunden, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr einplant? Natürlich, oft ist es so, dass man dann vielleicht auch am Ende die Zeit braucht. Aber zu anderen Sachen möchte man sich die Zeit auch nehmen, um erstens was Ordentliches hinzubekommen. Oder bei langweiligen Aufgaben sagt man, okay, ich brauche wahrscheinlich 6 Stunden als 3 Stunden. Ja. Das passt einfach perfekt. Und das ist halt so, also ich, dass halt diese Serie sich nicht so ernst nimmt und halt mit diesen ganzen Elementen spielt, ist halt super. Wie halt auch in Folge 2 mit diesem Lichtwesen, was dann den Tricorder produziert und dann irgendwie in so eine Box gesperrt wird. Und das ist halt einfach großartig. Ja, und ich finde, so überzogen, wie die Charaktere hier natürlich sind, es ist klassisch für eine Cartoon-Serie, dass sie einfach so überzogen sind, passt es doch, die Essenz des Ganzen passt doch irgendwie ins Star-Trek-Universum rein. Also, weil die ethischen und moralischen Vorstellungen, die dem Ganzen zugrunde liegen, dann doch den Kern der Sternenflotte meiner Meinung nach treffen, wenn auch viele in eine andere Richtung abdriften. Und das hatten wir auch in anderen Star Trek-Serien so. Wir hatten schon ein paar Leute, die nicht so hervorragend wie Commander Riker oder Picard oder ähnliche sind, die dann wirklich so Nebencharaktere waren. Barclay ist ja der perfekte Charakter, Lieutenant Barclay, der nicht der klassische Sternflottenoffizier ist und als Loser, als gefühlter Loser, sich da trotzdem durchkämpfen konnten mit kreativen Möglichkeiten. Und daraus besteht einfach hier diese ganze Crew auf der Cerritos. Ja, oder Worf oder so, wenn wir jetzt halt bei TNG bleiben, dass so diese innere Zerrissenheit und dann halt aber nicht immer perfekt irgendwie der perfekte Sternenflottenmitarbeiter. Das ist so, das bricht halt und ich glaube, das treibt halt Lower Decks auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze, gerade weil das halt auch jüngere Charaktere sind und du hast dann halt aber nicht so ein, wobei ja doch, der Bäumler ist ja so ein bisschen der, ach Gott, jetzt sag schnell. Gerade hatte ich den Namen noch auf der Zunge. Ist halt nicht so der perfekte Sternenflottenanwärter, der da sein Studium abreißt und sowas. Und dann passiert immer irgendwas, was dem Ganzen so zuwiderläuft. Alleine halt, dass ihm so die Kinnlade runterfällt, als Mariner zum Lieutenant ernannt wird. Der Bäumler ist halt so das Pendant zu Wesley Crusher. Weil wenn man die nebeneinander stellt, der Bäumler versucht ja die ganze Zeit auch so der perfekte Sternflottenoffizier zu werden und hat irgendwie so, ist der Anwärter für alles. Aber im Gegensatz zu Wesley Crusher, dem ja irgendwie alles gelingt, ist er halt das komplette Gegenstück, der halt einfach die ganze Zeit von einer kleinen Katastrophe in die nächste stolpert. Und das finde ich halt,
Das ist halt auch wieder so ein Element, was halt einfach mit dieser klassischen Tradition so ein bisschen bricht und dieses Perfekte einfach so ein bisschen ad absurdum führt. Ja, Und würde man Mariner und Bäumler zusammennehmen, dann hätte man ja fast schon Wesley Crusher. das stimmt. Also bis halt auf also dieses Chaos, was er halt verursacht. Also Bäumler ist halt, aber wenn man dann halt in dieser Temporal Addict-Episode sieht, wie er so durch die Gänge spaziert und in Ruhe seine Aufgaben erledigt, während um ihn herum so das Chaos ausbricht, da erkennt man dann schon wieder so diese Perfektion, die halt vor allem TNG so widerspiegelt. Und das macht diese Figur halt auch so geil. Und ich glaube und beziehungsweise ich hoffe, dass halt vor allem in den nächsten Episoden sich das noch so ein bisschen entwickelt. Ja, das ist auch die große Hoffnung. Können wir gleich drüber sprechen. Ja, ich versuche noch mal einfach Moist Vessel die Handlung zusammenzufassen. Worum geht's in Moist Vessel? Wir haben kein klassisches Cold Open. Die Episode fängt damit an, dass die Cerritos weiterhin die Lachnummer der Föderation ist, denn sie bekommen einen Abschleppjob, denn sie müssen ein liegen gebliebenes Generationenschiff abschleppen, um das darin enthaltene Genesis-artige Device zum Zielplaneten zu bringen und zu terraformen. Das machen sie zusammen mit einem Schwesterschiff, auf dem der Captain nicht unbedingt gut auf unseren Captain Freeman zu sprechen ist. Aber währenddessen bekommen wir mehr von der Dynamik zwischen Mariner und Freeman mit, die Mutter und Tochter sind, denn Freeman will Mariner am liebsten loswerden. Der erste Plan, sie degradiert sie und lässt sie nur Scheißsachen machen, wie Holodeck aufräumen. Das funktioniert nicht, denn Mariner findet selbst in dem kleinsten Scheiß Freude. Also wird genau das Gegenteil gemacht. Befördert. Sie wird befördert. Genau. Passiert genau das Gegenteil. Sie wird befördert und muss dann plötzlich an Offiziersdingen teilnehmen, wie dem offiziellen Pokerspiel oder Besprechungssitzungen, die langweiliger für sie nicht sein könnten. Währenddessen sind in der B-Story Tandy und Bäumler ziemlich wütend auf Mariner, weil der plötzlich befördert wird für nichts. Naja, nur Bäumler ist wütend und Bäumler versucht dann dementsprechend sich wie Mariner zu verhalten. Tandy, die versucht bei einem Aufstiegsritual dabei zu sein von Haley Joel Osment, das am Ende schief geht. Und du hast an deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du nicht wusstest, dass die Figur von Haley Joel Osment von den Sixth Sense Kids gesprochen wird. Nein, natürlich nicht. Der ist nämlich dabei, eigentlich aufzusteigen. Das geht schief, weil Tandy Mist baut, wo wir am Ende erfahren, ja, dass er eigentlich nie aufgestiegen wäre. Währenddessen geht das Abschleppen von dem Schiff schief. Das ganze Schiff wird terraformt. Wir haben plötzlich ein Korallendeck auf den unteren Lower Decks. Wir haben Regenwald und Gesteinsformationen auf den oberen Decks und alle versuchen sich da durchzukämpfen. Während dann am Ende die Familienzusammenführung zwischen Mariner und Freeman klappt und die eine Lösung dafür finden, die genau wie in der ersten Episode Gas enthält, das auf dem ganzen Schiff verteilt werden muss, das diesmal, glaube ich, nicht grün, sondern blau ist, wird das Terraforming plötzlich gelöst und Haley Joel Osment rettet Tandy vor einem herabfallenden Stein oder was das war und steigt am Ende plötzlich doch auf und sieht, ja, vielleicht wollte er doch nicht aufsteigen, denn, wie war es, das Universum balanciert auf einem großen lächelnden Koala. Ja, das Ende ist super. Und das finde ich ist halt auch. Und also vielleicht, Chris würde sagen, da ist ihm ein bisschen zu viel Fanservice und Easter Eggs wahrscheinlich. Aber ich finde halt gerade auch, weil dann so Sachen wie der Reisende und sowas erwähnt werden, so diese Referenz gerade zur ersten Staffel TNG und so, wo es halt ein bisschen abgedrehter zugeht an ein, zwei Stellen, dass das halt nochmal aufgegriffen wird und Q ja indirekt auch eine Rolle spielt. Da bin ich übrigens auch echt mal gespannt, ob die es schaffen, den da unterzubringen. Ich vermute, sie machen es nicht, aber es wäre sehr lustig, wenn der als Zeichentrickfigur da auch nochmal auftauchen würde. Würde ich sehr Ich meine, feiern.
John Delancey macht, glaube ich, auch jede Menge Voice-Work. Also kann man ihn schon überreden, als Q zurückzukommen. Und wer würde besser in eine TNG-Ära passen, wo das ja Ganze ja stattfindet, als Q? Und die werden ganz sicher irgendwie John Delancey, wenn das ein bisschen länger geht, werden sie sicherlich irgendwie John Delancey reinbekommen, weil da kann endlich mal alles gemacht werden, was in einem Special-Effects-Budget für TNG vielleicht nicht gereicht hat. Absolut. Das ist so, also, aber auch generell wieder diese Episode, und deswegen feiere ich das halt so, alleine wegen dieses Pokerturniers, wegen dieser Offizierssitzungen, die so ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden, so nach dem Motto, ja, wir müssen uns jetzt hier um die Stühle für den Meetingraum kümmern. Da waren wir bei der letzten Sitzung nicht weitergekommen und solche Geschichten, und dass dann sie zu jedem Kleinscheiß irgendwie gerufen wird. Und eine meiner Lieblingsszenen, die wurde auch im Trailer gezeigt, ist dieses Live Long and Prosper Ding. Dass das sarkastische, sich, genau, der sarkastische Live Long and Prosper. Ja. Und die wurde, don't give me that sarcastic Vulcanian. Das ist einfach so großartig. Alleine dafür feiere ich diese Episode schon. Und so dieses typische, das Schiff wird terraformt und es gibt, weiß ich nicht, irgendwas, was total abgedreht ist, und man muss sich jetzt halt irgendwie durch dieses, durch die Röhre des Aufzugs irgendwie hangeln, fortbewegen, und alles ist auf einmal nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist halt auch so klassisch einfach. Also es gibt, glaube ich, die ein oder andere, vor allem Voyager-Folge, wo auf irgendeinem Schiff irgendwas passiert und dann man sich da irgendwie durchkämpfen muss. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch bei der diese Holodeck-Geschichte, so dieses unterschwellige, so, okay, ach, dafür wird das Holodeck benutzt. Okay. So alles, was man eigentlich auch so immer so mitgedacht hat. So, okay, also gerade wenn man so die Barclay-Episoden mit dem Holodeck und die Art und Weise, wie er die weiblichen Crewmitglieder darstellt, da sich immer schon so unterschwellig gedacht hat, dass da nicht immer ganz jugendfreie Dinge passieren. Wird da halt so implizit nochmal gesagt. Und das ist halt das Schöne, Kinder, die diese Serie sehen, die halt mit Star Trek gerade anfangen, werden das so nicht verstehen. Und wenn man älter ist und das schon so ein bisschen verfolgt und so diesen hintergründigen Witz mitbekommt, das ist halt einfach schön. Also dann macht die Serie echt viel Spaß. Aber ich glaube, die Serie ist auch weniger an Kinder gedacht. Das ist eine klassische Erwachsenenserie. Ja. Weil letztendlich sieht man ja auch daran, dass die Macher davon, viele von Rick and Morty kommen. Auch ich glaube, der Regisseur dieser Episode hat zumindest Barry J. Kelly, hat ganz viele Episoden Venture Brothers mitgemacht. Und Venture Brothers ist auch eine Cartoon-Serie, die ganz klar an Erwachsene gerichtet ist. Es ist ja natürlich, könnten sie auch Kinder gucken, aber ich sag mal so, es ist nicht so wie bei SpongeBob, was ja ganz gezielt auch an Kinder gerichtet ist und mit einem Subhumor drin hat, einen unterschwelligen Humor, der eher an Erwachsene gerichtet ist, ist es hier vielleicht mehr an Erwachsene gerichtet, aber Kinder könnten es wahrscheinlich auch sehen, weil es nicht ganz so brutal ist, zum Beispiel wie Rick and Morty. Ja, das glaube ich halt, dass diese Serie für viele Kids wahrscheinlich so ein bisschen, also ich meine, wenn man das sich so Sachen anguckt wie Star Wars, die Clone Wars Serie zum Beispiel, die ist ja gerade auch von der Optik halt sehr kindlich. Ist aber halt vor allem, glaube ich, auch sehr stark auf die erwachsenen Fans auch mit ausgerichtet. Richtet sich aber da in erster Linie an Kinder. Hier ist ein bisschen umgekehrt. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade diese Lower Decks-Geschichte für viele Kids so ein bisschen der Einstieg sein kann. Also wenn man so mit 9 oder 10 anfängt, sich damit zu beschäftigen und die Eltern jetzt vielleicht nicht so im Star Trek-Universum unterwegs sind wie wir, und sich die Kids so ein bisschen für Sci-Fi interessieren, glaube ich, können die da schon eher hängen bleiben als bei so einer klassischen Serie. Ja, wobei
ja gerade für Kinder jetzt demnächst auch eine Star Trek-Serie wirklich rauskommt. Also die wirklich, ja, für die relativ kleinen, ne? Genau, Star Trek Prodigy wird für Nickelodeon produziert und das ist wirklich an die Jugendlichen gerichtet, die sich das anschauen können. Ja, das ist hier so ein bisschen so eine Mischform von allem. Also ich würde es wirklich, wie gesagt, nicht ganz im Kinderkosmos einrichten. Nee, das auf keinen Fall. Ein Einstieg, sagen wir mal so, so 12-, 13-Jährige können, glaube ich, könnten mit dem schon was anfangen. Ich weiß nicht, wie sich heutzutage 12, 13-Jährige verhalten. Ich weiß, dass ich damals relativ brav war. Von daher, aber das werde ich auch noch erfahren, ich war wenn sehr, sehr lange Jahre vergangen sind. Genau, du bist, kannst ja quasi am lebenden Objekt forschen. Also ich war damals noch sehr lange im lustige Taschenbücher-Kosmos unterwegs und sehr, sehr lange mit dem Super-RTL-Vorabendprogramm beschäftigt. Was ja auch mehr in die Richtung brave Dinge. Absolut, ging. Absolut. Captain Baloo etc., die Chipmunks und so. Chip und Chap, Gummibärenbande etc. Also das sind so meine Cartoons. Und hat sehr lange gedauert, bis ich mich halt auch an andere Sachen gewagt habe. Aber zum Beispiel Rick and Morty, und da finde ich halt das auch, das merkst du ja auch bei Lower Decks, an ein, zwei Stellen, gerade bei Bäumler, finde ich, wird dieser Zeichenstil sehr, sehr deutlich. Also da merkst du, die Figur orientiert sich sehr stark an diesem klassischen Rick and Morty Zeichenstil. Und das ist dann auch nochmal so ein Verweis. Gerade der Humor ist an ein, zwei Stellen auch so in der, ich glaube, ist das die zweite Episode, wo sie auf den Planeten der Second Contact, wo die den Second Contact machen. Ist das, nee, das, ist die nee, das erste. War die erste Episode. Wo er ja. da in diesem von dieser Alien-Milchkuh durch die Gegend geschleudert wird und da in dem Maul hängt und sowas. Das ist halt so ein klassischer Rick and Morty-Humor, finde ich. Und da merkt man halt so diese Referenzen und dass da halt auch die gleichen Leute teilweise hinter sitzen. Und ja, das genau. Das macht es halt auch aus. Ja, ich meine nicht nur teilweise, einer der Macher der Serie ist ja hier entsprechend auch ein Co-Creator bei Rick and Morty gewesen, von daher, der Humor kommt nicht umsonst dahin. Aber was mir gerade mal aufgefallen ist, was ich mir aufgeschrieben hatte und völlig vergessen habe, wo du immer mal wieder Bäumler erwähnst, Jack Quaid hatte mir erst nichts gesagt, aber jetzt, wo wir The Boys die zweite Staffel angefangen haben, ist mir gerade mal aufgefallen, dass das ja der Brave aus The Boys ist. Ja. Hast du Boys gesehen? Ja, ich habe die erste Staffel The Boys gesehen. Ich habe leider jetzt, einfach weil ich so wenig auf Amazon Prime schaue und auch sehr wenig bei Amazon bestelle in letzter Zeit, mein Prime-Abo gekündigt, weil jetzt gerade auch die Verlängerungszeit gewesen wäre und ich mir gedacht habe, komm, ich spare mir das Geld jetzt erstmal. Ich habe noch genug andere, ich muss noch Disney Plus leer schauen und sowas, dann nehme ich mir das. Und ausgerechnet jetzt startet die zweite Staffel The Boys. Und ja, das heißt, da ist auch halt die großartige Serie, die auch was das Thema Gewalt angeht, auf einem Rick and Morty Level unterwegs ist. Gemischt mit also Tarantino und... Die halten großartig. Sich auch in Staffel 2 nicht zurück, kann ich dir sagen. Sind allerdings auch erst 3 Episoden raus, weil die jetzt wöchentlich eine rausbringen. Ah, okay. Das ist nicht ganz wie bei Netflix, dass alles auf einmal rausgebracht wird. Ja gut, aber was haben wir noch in dieser Episode? Ja, den Whole Waste Removal fand ich auch super. Wirst du übrigens noch bei DS9 erfahren, vor allen Dingen mit Quarks, dass das Holodeck nicht immer für saubere Zwecke benutzt wird. Ja, das machen wir ja in der ersten Staffel. Es sind ja teilweise auch schon so Andeutungen. Ja. Wofür die Holo-Suites vermietet werden. Genau, auch schön, dass die Sternenflotte so Kompromissbereitschaft ist, dass beim Pokern einfach alle immer folden. Ja. Und dann wurde ein paar Mal auch Moriarty erwähnt, der auch in TNG vorgekommen ist. Stimmt. Ja, da haben die ja ein paar Episoden oder zumindest 2 Episoden gehabt, wo, glaube ich, Moriarty
zumindest einmal zum Leben oder Selbstbewusstsein entwickelt genau. hat. Und die dann den, glaube ich, einfangen mussten in einer simulierten Simulation, damit er denkt, dass er freigekommen ist. Ja, es gibt die Folge, wo Data auf dem Holodeck die ganze Zeit Sherlock Holmes Geschichten nachspielt und Geordi irgendwann sagt, ja gut, das bringt halt einfach alles nichts, weil du bist einfach der Schlauste und das macht halt einfach keinen Spaß. Und Data dann eine Figur erschafft, die genauso ist wie er. Mhm. Und das läuft so aus dem Ruder, dass Moriarty Selbstbewusstsein erlangt und anfängt dann das Schiff zu kontrollieren aus dem Holodeck heraus. Und dann mit dem Versprechen, dass man ihn wieder reaktivieren wird, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass er sich außerhalb des Holodecks bewegen kann, wo man natürlich auch direkt an Voyager denkt mit dem Doktor und dem mobilen Emitter, ja. dann sich dann wieder abschalten lässt, beziehungsweise wieder in den Computer transferieren lässt und quasi da erstmal unter Verschluss bleibt. Und irgendwann wird er... Kommt, ich weiß gar nicht genau warum, aber er wird auf jeden Fall in einer Episode auch wieder zum Leben erweckt im Rahmen einer Holodeck-Simulation und fängt dann an, die Kontrolle zu übernehmen und wird dann in einer Computerbox quasi die eine Simulation der Simulation der Simulation darstellt. das ist echt so eine Matrix-Episode. Die Matrix in der Matrix. Das ja. ist echt so eine Matrix-Episode. Genau, fliegt er dann mit, ich weiß gar nicht genau, wie die Charakterin heißt, Figur heißt. Schafft sich ja eine mit eigenem freien Willen oder genau. versucht sich dann jemanden, einen Kompagnon zu schaffen. Genau, und dann die zwei reisen dann mit dem Versprechen, also das mit dem Glauben, dass sie jetzt echte Menschen sind und außerhalb der Holo des Holodecks existieren können, reisen sie dann mit einem Shuttle, um die Galaxis zu erkunden, was dann im Endeffekt aber auch wieder nur eine Simulation ist. Großartig. Das spielt halt echt einfach so mit so vielen Ebenen. Es ist einfach so verwirrend. Und am Ende weiß man halt echt, muss man zweimal überlegen, okay, was hat jetzt gepasst, was nicht. Großartig. Also das ist halt das Schöne, sowas findest du halt bei Voyager zum Beispiel gar nicht. So tiefgründige Geschichten, das ist halt echt selten. Und da hat TNG halt echt die Nase vorn. Ja. Was haben wir noch für ein paar kleine Cameos oder ein paar kleine Verweise haben wir trotzdem noch? Was hatte ich gelesen? Der Vorname von Captain Freeman ist Carol. Das passt zu Carol Marcus, die in Star Trek 3 das Genesis-Device erschaffen hat. Ah, okay. Also das ist die Macherin des Genesis-Geräts. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß. Dann haben wir O'Connell, der ja von Haley Joel Osment gesprochen wird. Der übrigens auch, der ist, glaube ich, in Staffel 1 von The Boys auch vorgekommen, ne? Das kann sein. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich die gesehen habe. Ja, zumindestens als er zu diesem allmächtigen Wesen wird, erinnert das so ein bisschen an Star Trek The Motion Picture, wo Decker auch Teil von V'ger wird und man so ein bisschen die visuell sah das ähnlich aus. Außerdem diese Engelsfigur, die da drumherum war, hat so ein bisschen auch an den Red Angel aus Disco erinnert. Stimmt. Ja, und es gab sicherlich noch sehr, sehr, sehr viele kleine Anspielungen. Ich fand in dieser noch gar nicht mal so viel wie in der davor. Die hat sich ein bisschen zurückgenommen. Aber sprechen wir vielleicht mal über ein paar kleine Sachen, die uns jetzt nicht so gut gefallen haben. Also ich mochte jetzt die ersten vier Episoden, mochte ich schon sehr. Ich mag den visuellen Stil, weil ich von Rick und Morty dran gewöhnt bin. Ich mag, dass sie sich die, was ich schon in der letzten Folge gesagt habe, sich einerseits Constraints setzen, dass sie in dieser TNG-ähnlichen Welt sind und auch nicht zu abgefahren da werden, aber dass, wenn es außer Kontrolle gerät, sie doch aus allen Zügen feuern, so ungefähr aus allen Kanonen feuern. Was ich mir mehr erwarten würde für die nächsten
Folgen ist auch so ein bisschen mehr Charakterentwicklung, da wir in der ersten Staffel ja auch nur 10 Folgen haben. Man hat so ein bisschen Andeutungen und Charakterentwicklung zwischen Freeman und Mariner bekommen, so dass jetzt die Beziehung vielleicht etwas mehr gekittet ist, als sie vorher war, aber der geht natürlich deutlich mehr. Und in Folge 4 ist ja, Bäumler war ganz im Hintergrund, was jetzt auch nicht schlimm ist, manchmal sind die Charaktere sitzen halt auf dem Rücksitz für manche Episoden. Aber letztendlich bisschen mehr Charakterentwicklung könnte ich mir vorstellen, weil sie jetzt auch schon viel aufgebaut haben und direkt in diese Struktur einsteigen, wo wir dieses typische Planet of the Week drin haben. Ja, wir haben jetzt in den letzten 2 Episoden auch Commander Ranson, also Nummer 2 und Freeman ein bisschen besser kennengelernt, aber so dieser Tick innerhalb von 10 Episoden noch mehr Entwicklung, das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt hierfür. Ja, ich glaube auch, also was mir noch sehr gut gefallen würde, wäre, wenn sie auch verschiedene, also was mir zum Beispiel sehr, also verschiedene Decks irgendwie noch ein bisschen näher beleuchten, weil der Maschinenraum zum Beispiel fehlt mir fast komplett. Da war ja bis jetzt nur die Szene mit dem Traktorstrahl, dass sich jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht parat, der Halb-Androide, Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall wird sich da ja so gefreut, dass die Ausschläge. Rutherford. Dass sich der freut sich so, dass die Ausschläge so gut sind beim Traktorstrahl. Und das finde ich halt toll, aber da fehlt halt, oder diese eine Szene, wo er in Episode 2 sich halt einmal durch alle Abteilungen testet. Und was du auch schon gesagt hattest in der letzten Episode, dass er da steht und das diesen Wunsch vorträgt und dann erst so diese Drohkulisse aufgebaut wird und dann, oh, das ist ja wunderbar, du wirst dich bestimmt super schlagen. Und das sind so die einzigen 2 kleinen Punkte, wo der Maschinenraum so ein bisschen rausgekommen ist. Und dadurch, dass der ja in quasi auch allen Star Trek-Serien so eine große Rolle spielt, durch den Warp-Kern und sowas, da wünsche ich mir echt, der kam mir bis jetzt echt sehr arg zu kurz. Das genauso das gleiche mit der Krankenstation. Ja. Das ist halt auch so, wobei ich da, und da muss ich echt sagen, das ist der einzige Charakter, der mir absolut gar nicht gefällt und der so weit ab ist von dem, was ich bei Star Trek erwarte, ist dieser Doktor. Diese Katze. Reißt mich immer wieder raus. Also die hätten echt jedes Wesen da hinsetzen können, aber warum dieses Katzenwesen? Also das ist so, das ist zu cartoony. Das ist echt zu cartoony. Ja, es erinnert so ein bisschen an diesen einen Charakter, an diese Charaktere aus Final Space. Allerdings weiß ich auch, dass es wohl dieses Katzenwesen, diese Spezies wohl in der ersten animierten Star Trek Serie gab. Okay, ja gut, dass aber es das davon ist übernommen wurde. Und der Doktor, also der Katzendoktor, ich weiß ehrlich auch gesagt, ich weiß gar nicht, welche Spezies es ist. Der erinnert mich aber sehr an Dr. Pulaski. Ja, von der Art her stimmt. Ja. Das hat sehr viel mit Dr. Pulaski zu tun. Aber die Optik bringt mich halt, also das ist mir echt zu cartoony so. Das ist so, das weiß ich nicht. Also das ist mir ein bisschen zu abgedreht. Und da hätte ich mir lieber, weiß ich nicht, die hätten ja sonst ein Wesen dahin packen können. Aber das reißt mich echt immer so ein bisschen raus, leider. Ja, ich schaue mal fürs nächste Mal nach, von welcher Spezies der ist. Aber, na gut, das sind ja eher so kleine Sachen, die man sich... Ein Kätzchen. Die nennen sich wirklich Kätzchens. Okay. Ja, weird. Na gut. Und ja. Ansonsten aber so von der Art und Weise, wie das Storytelling funktioniert, diese typischen A- und B-Plots innerhalb der Serie, innerhalb der Episoden, die Charaktere, ja, da könnte mir auch gerne noch ein bisschen mehr passieren. Es werden halt auch manchmal so ein paar Sachen angedeutet, wie diese Beziehung von Mariner und Bäumler so ein bisschen. Gerade da hoffe ich auch, dass noch ein bisschen kommt, weil wenn die daraus nichts machen, aus diesen Reibungspunkten, so, die haben mit Episode 4 da schon so ein bisschen mehr drauf rumgeritten.
diese Differenz zwischen so, ja, mir ist eigentlich alles scheißegal und meine Mutter ist halt hier Captain und ich mache halt hier so mein Ding und diesem, ich will unbedingt auf die Brücke und ich will unbedingt was reißen und ich will unbedingt ein guter Lieutenant oder vielleicht auch Captain werden und das soll alles wunderbar funktionieren. Das beißt sich ja sehr stark und das finde ich halt schön, dass sie das so ein bisschen rausgearbeitet haben in der Episode 4. Aber gerade auch so am Anfang in der ersten Episode wird ja so ein leichtes, so eine leichte Beziehung, irgendwie so ein Interesse aneinander ja, so suggeriert. Meinst du, da kommt ein Will They Won't They raus? Ich weiß nicht. Also es wäre halt interessant, das mal zu sehen und es wäre interessant zu sehen, wie sie das umsetzen. Da muss man halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Also es sollte nicht so offensichtlich werden, weil dann wird's, weiß ich nicht, ich glaube, dann wird's sehr schnell platt. Aber wenn das halt so ein bisschen spielerisch immer passiert und man da mit so Andeutungen arbeitet, glaube ich, könnte das ganz interessant werden. Wir haben ja schon diese Love Interest Geschichte. Ja, brauche ich eigentlich nicht drin. Also wie gesagt, ich hoffe eher, dass sie ein bisschen mehr Charakterentwicklung reinbringen, aber das muss ich nicht unbedingt da haben. Und dadurch, dass wir keine große übergreifende Story haben, brauche ich das jetzt nicht als verbindendes Element. Ja, das gut, ist so man kann was Gutes draus machen, aber dieses Will They Won't They ist so ausgelutscht bei allen Serien. Ja, aber ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen ironisiert aufgreift, glaube ich, kann das gut werden. Das ist halt so ein bisschen das, was mir, und da kehre ich immer wieder zurück zu Voyager und TNG. Ich finde es diese übergeordnete Story, die es bei Voyager zum Beispiel gibt, auch wenn das sehr lose ist, mit dem wir müssen aus dem Delta-Quadranten wieder nach Hause kommen und das ist alles ganz schrecklich und wir sind die ganze Zeit auf dem Heimweg. Das ist halt das, was mir so ein bisschen bei TNG so ein bisschen fehlt. Dafür sind bei TNG die einzelnen Episoden halt deutlich besser, was die Stories angeht. Aber vielleicht kommt ja hier auch noch irgendwie so ein bisschen was zum Tragen. Das würde mich sehr freuen, wenn es so einen übergeordneten Plot in irgendeiner Art und Weise gibt, wenn sie irgendwo reinrutschen und das über mehrere Episoden dann im Hintergrund immer so ein bisschen mitspielt. Das wäre nett. Allerdings jetzt, was bei Voyager war doch auch so eine Geschichte zwischen Chakotay und Seven of Nine am Ende mit drin. Ja, das war ein bisschen too much. Die hatten für mich absolut keine Chemie zusammen. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde halt ähnlich wie bei, jetzt sind wir ganz weit raus aus dem Star Trek-Universum, King of Queens, die letzte Staffel bei King of Queens, also Staffel 9, ist eine absolute Katastrophe. Und die letzte Staffel Voyager, gerade das Finale und die Staffel und die Folgen davor sind, oh Gott, also das ist wirklich das zu viel. Und da merkt man irgendwie so, okay, wir müssen jetzt irgendwie zu einem Ende kommen, uns gehen die Storys aus. Und deswegen machen wir hier so eine Liebesgeschichte und eine Besessenheit bei Seven of Nine für Chakotay und sowas. Das war einfach too much. Und sowas darf auf keinen Fall nochmal passieren. Na gut, ich bin weiterhin optimistisch, was die Serie angeht. Ich konnte mir die Episoden auch immer zweimal anschauen, was sehr schön ist. Und mein Schmunzeln wird beim zweiten Mal gucken meist sogar zu einem Lachen, wenn ich was da raushöre. Ich meine, ich hatte eben schon ein paar Zitate drin. Es ist... We live on a spaceship, nobody dies from a spear wound. Yeah. They do it on the Enterprise all the time. Also, das finde ich nett und ich muss wirklich da lachen, auch allein diese Anspielung auf dem ersten Teil, als ich mir dann bewusst war, ja, das ist ja genau wie Thor Ragnarok, ein blonder Hühne kämpft gegen ein grünes Riesenviech in einer Arena von Fremden, das ist schon der Bäumler-Effekt, Miles O'Brien am Ende der ersten Folge. Übrigens, Miles O'Brien vor einem TNG, wie in Next Generation, vor einem Transporter, vor einer Transporterkonsole. Und der ist ja später zu DS9 gewechselt. Also von daher, es ist schon spannend, das zu sehen, dass sie es in der Next Generation-Ära den O'Brien gewählt haben. Da habe ich, glaube ich, auch eben Easter Egg draus gelesen, dass das wohl auf irgendeiner Fanart und irgendeinem Fan-Comic
basiert, warum die es genau deshalb gemacht haben. Ja, nun gut, wir haben noch 6 Episoden vor uns. Wir beide werden die jetzt immer alle 2 Wochen besprechen. Jetzt die nächste Episode, die nächsten 2 Episoden etwas früher, weil die 4., 5. ist jetzt schon gelaufen. Die 6. läuft diese Woche. Das werden wir wahrscheinlich nächsten Montag einmal besprechen. Diese Episode wird wahrscheinlich morgen rauskommen. Für euch heißt es, dass ihr diese an dem Dienstag hört. Und ansonsten hoffen wir mal, dass wir irgendwann in den Rhythmus von diesen 2 Wochen Track Nerds reinkommen. Ab Oktober sind die Track Nerds dann auch mit Discovery zurück, der 3. Staffel. Dann steigt Chris auch wieder rein. Du kannst natürlich auch weiterhin zu Gast werden. Dann können wir uns zusammen gegen Chris vereinen. Ja, wobei, ey, so Discovery ist, ich habe am Anfang auch sehr hohe Erwartungen an die Serie gehabt und ich habe mich bei ein paar Sachen echt sehr gefreut, aber es war mir dann doch ein bisschen zu viel. Das, was mir TNG mit der übergeordneten Story ein bisschen zu wenig hatte, war bei Discovery halt mit der Brechstange einfach viel zu viel. Und dieses typische Seriending mit Cliffhangern am Ende der Folge und diesem sehr, sehr abgedrehten Micellennetzwerk und keine Ahnung was, so das ist, das war mir ein bisschen zu mit den Sporen und Gott. Ja, ja. Wir haben ganz viele Sachen, wo wir uns über Disco beschwert haben, was da falsch gelaufen ist. Das Potenzial wäre da gewesen, weil man hat die visuelle Ästhetik, die wirklich sehr gut ist. Wir haben eine Cast, die sehr gut ist. Allerdings kommen die Autoren unserer Meinung danach nicht ganz hinterher und wie das alles dramaturgisch aufgelöst wird. Da ist Star Trek vielleicht oft dann besser aufgehoben in dem Planet of the Week Konzept, wo sie auch wirklich High Concepts, wirklich große Konzepte in einer Folge einmal abhandeln können. Das ist übrigens später auch eine Stärke von DS9, die es als eine der wenigen Star Trek-Serien hinbekommen haben, einen durchgehenden Staffelplot wirklich richtig gut hinzubekommen mit dem ich sag's, wirst du irgendwann sowieso mit den Dominion-Kriegen, das ist ganz, 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 ja, ganz groß. Ich meine, die Dominion-Kriege sind mir ja schon ein Begriff. Ja. Allerdings, so storytechnisch bin ich da bis jetzt halt noch gar nicht reingekommen, aber das sagt mir natürlich was. Aber ich muss ja auch echt sagen, ich bin halt mal gespannt. Ich werde mich auf jeden Fall bei DS9 dann nochmal dahinter klemmen und meine freien Tage. Es lohnt sich. eine der besten Episoden kommt, glaube ich, um die Staffel 4 rum und auch, es ist. Also ich liebe die. Ich habe jetzt Lust, die nochmal zu gucken, jetzt wo wir drüber sprechen. Das ist so, ich habe aber noch anderes zu gucken. Ich gucke wir haben schon weiter. Und dann gucke ich mit Anja demnächst auch nochmal Gargoyles weiter, wo die erste Folge ist, glaube ich, noch nicht. Wir haben eine Folge schon aufgenommen zu Gargoyles. Jetzt werden demnächst noch weitere Folgen zu Gargoyles kommen. Ich glaube, sie ist noch nicht veröffentlicht worden. Kommt aber auch alles später noch im Podcast. Ich hoffe, es hat euch trotz der Abwesenheit von Chris und meiner eher laxeren Moderation auch heute bei den Check Nerds gut gefallen. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst und dass wir jetzt Lower Decks zusammen weiter fortführen. Und alle, die uns hören möchten und die uns Feedback geben möchten, wie gesagt, nerdizismus.de, schreibt an unsere WhatsApp-Adresse die 01525 964 7709, weil alles, was ihr uns schreibt, das werden wir sicherlich auch in den nächsten Episoden mit reinnehmen und vorlesen und zumindest einmal diskutieren. Wie gesagt, vielen Dank an deine Warte. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ich habe mich immer sehr, sehr gefreut, wenn ich zu Gast sein durfte in der Vergangenheit. Und ich freue mich, dass ich jetzt regelmäßiger dabei sein darf. Und bin gespannt, wie die nächsten 2 Episoden Lower Decks werden. Ich mache noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Natürlich. Ihr könnt gerne... Wer bisher noch etwas Zeit übrig hat, wenn er oder sie alle Nerdizismus-Podcast-Folgen durchgehört hat, kann gerne bei der mündlichen Prüfung vorbeischauen. Wir machen gerade eine kleine Pause, haben aber über 50 Episoden schon draußen, einfach mal bei Spotify, iTunes,
Google Podcasts etc. einfach mal nach der mündlichen Prüfung suchen. Da sind Erik und ich zu allen möglichen Themen unterwegs. Wird auch mal ein bisschen nerdig, gerade im Bereich Hörspiel, weil Erik, glaube ich, der größte Drei-Fragezeichen-Kenner ist, den ich kenne. Und ansonsten schaut auch gerne bei YouTube mal vorbei. Da bin ich seit einiger Zeit als so oder so unterwegs und versuche ein bisschen Werbung für das vegane Leben zu machen. Und genau, da kommen demnächst auch noch ein paar neue Videos. Und ja, wir hören uns dann, glaube ich, nächste Woche wieder, wenn wir tiefer in Lower Decks eingedrungen sind. Und dann wird es auch, glaube ich, ein bisschen weniger DS9 Voyager und TNG geben. Schauen wir mal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschö. Ciao.